Und hiermit begrüße ich euch zur fünften Folge von League of Legends. Wir spielen wieder einmal Malzahar, denn es wurde wieder Morgana gepickt. Höchstwahrscheinlich als Support-Pick. Und Brand habe ich dann wohl in der Mitte. Weil sonst hätte ich euch gerne mal Morgana gezeigt, aber ich meine, letztes Mal war Malzahar ganz passabel und da dachte ich mir, gut, versuche ich es nochmal, denn wir spielen ja Ranked und ich würde schon ganz gerne gewinnen. Und ich könnte natürlich andere Sachen versuchen und ja, das werde ich auch machen irgendwann, aber ich bin gerade in meinen Promo-Spielen und da würde ich halt lieber auf einen sicheren und eher sicheren Pick zurückgreifen. Das Problem, wir haben jetzt natürlich ähnlich wie beim anderen Malzahar-Spiel Nocturne im Spiel, aber als Gegner. Da muss ich dann natürlich ein bisschen aufpassen. Könnte gefährlich werden. Vor allem wenn Brand mich stunt und dann seine Ulti reinhaut und Minions in der Nähe, dann prallt die ja oft ab. Und dann kommt noch Nocturne. Dann könnte ich wahrscheinlich mich so fühlen wie der Gegner im letzten Spiel. Also hoffen wir einfach mal, dass es nicht passiert. Und gerade als wir reingekommen sind ins Spiel, hatte ich auch irgendwie den High-Ping, falls ihr es gemerkt habt. Ich hoffe, das war nur vorübergehend. Wenn nicht, wäre es schlecht. Aber bis jetzt schaut es ja noch ganz gut aus. Sonst gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich habe relativ normale Masteries. Ich bin quasi, ich glaube, 18 ist das neue Maximum, das es gibt. Oder war es 21 oder war 21 das alte? Auf jeden Fall, ich glaube, 18, ja, 18 ist es, glaube ich. Also 18 und dann 6 und dann 0. Also quasi habe ich den ersten Tree voll gemacht und den zweiten halt dann quasi halb voll. Habe mir Biscuits geholt, wie man vielleicht sieht. Ja. Und diesen Debuff, also quasi das Brennen. Und ich kann es euch sogar gleich zeigen hier. Deathfire's Touch heißt es im Englischen. Ich habe mein Spiel auf Englisch. Ich finde es einfach schöner, wenn es auf Englisch ist. Die Sprache ist allgemein, finde ich, ja, hört sich schön an und alles Mögliche. Und natürlich kennt man dann die englischen Begriffe, was gut ist, wenn man sich den englischen Stream zum Beispiel anschaut. Oder wenn man sich auch einfach nur mit anderen Leuten unterhalten will. Denn die sind, wenn sie natürlich Englisch sind, kennen nur die englischen Begriffe. Aber wenn sie nicht Englisch sind, dann ist es ja schwierig, sich dann mit denen zu unterhalten oder denen zu sagen, was sie wollen. Also in der Regel sollte man die englischen Begriffe kennen, will ich damit sagen. Ja, das war natürlich jetzt nicht so super von mir. Wir werden oft von ihm gehittet. Das ist auch nicht so gut. Das heißt, es wäre gut, wenn ich frühestmöglich Schuhe bekommen würde, damit ich ihm ein bisschen besser ausweichen kann. Ich versuch's zwar schon zu vermeiden, aber wenn er dann trifft, zum Beispiel hier das E, macht halt schon viel Schaden. Und ich will mich, wenn ich ehrlich bin, noch nicht so richtig mit ihm battlen, weil ich dann wahrscheinlich den Kampf verlieren würde. Das Problem bei Malzahar ist, er hat anfangs erstmal nur so zu sagen den Poke. Und erst später kommen dann wirklich so seine, ja, Fähigkeiten, mit denen er wirklich viel machen kann. Also ich kann halt nur mein E drauf machen und farmen und hoffen, dass es mal auf ihn überspringt und dass er Schaden bekommt. Mein Q Silence ist nett, aber würde es ihn, wenn ich ihn nicht treffe, auch nicht so stark aufhalten. Und dann habe ich nur noch mein W und mein W ist ja nicht der Rede wert. Also ich bin quasi erst mit meiner Ulti richtig gefährlich. Und deswegen muss ich halt bis Level 6 noch ein bisschen drumherum spielen sozusagen. Jetzt bin ich aus Sicherheitsgründen mal geflasht. Lieber flashe ich hier und sterbe nicht, anstatt dass ich dann später nicht flash. Das Problem ist jetzt natürlich, jetzt werde ich wahrscheinlich meinen Flash nicht mehr haben, wenn wir alle Level 6 werden und dann kann Nocturne mich ulten. Das ist suboptimal, aber ist jetzt auch kein, ich sag mal, Beinbruch, wenn ich vorsichtig spiele. Ich habe jetzt auch Schuhe, kann ich besser ausweichen. Den Ward habe ich leider keinen Pinkboard. Wards sind allgemein sehr wichtig. Immer wenn ihr könnt, Pinkboard kaufen. Ich setze ihn meist gern hier in diesen
in diesem Dings, also in diesen kleinen Busch unten rein. Ich weiß gerade nicht, ob ich meine Maus aufnehme. Aber hier, da wo ich jetzt hinklicke, hier in diesen. Und den normalen Wort dann irgendwo oben in der Richtung. Okay, jetzt habe ich mein E ist zum Glück übergreifend gewesen. Könnte natürlich sein, dass Nocturne jetzt kommt. Er war schon so in diese Richtung und auch Brand spielt momentan, also spielt die ganze Zeit eher defensiv. Aber jetzt wird er aggressiv und da könnte man sich denken, da ist bestimmt jemand am Angreifen. Das Gute ist, mein E last-hittet für mich und das heißt, ich muss nicht rein. Jetzt ist es natürlich weg, das ist schlecht. Aber können es uns einfach nicht leisten, jetzt hier den Farm zu nehmen. Könnten höchstens warten, bis Nock weg ist oder gucken mit unserem Q. Aber in 5 Sekunden haben wir ein Wort. Und deshalb lasse ich es jetzt hier wieder so ein bisschen alleine pushen. Stelle unten ein Wort und dann bin ich mir ganz, also dann kann ich wissen, ob er da ist oder nicht. Und er ist nicht da. Das heißt, Brent hat ein bisschen geblufft. Okay. Kann er machen, ist ganz legitim. Jetzt hätte ich noch ganz gerne mein Level 6. Und dann wäre ich eigentlich glücklich. Nocturne hat es wahrscheinlich schon. Weil unser Jungler hat es auch schon. Und wir haben natürlich keinen Flash. Also hoffe ich. Ja, okay. Ja, er ist recht aggressiv. Das gefällt mir nicht. Wie gesagt, wir haben keinen Flash, weil wir vorhin geflasht haben. Also müssen wir warten. Das ist auch so deswegen das Problem an Malzahar. Mal ganz kurz gucken, ob unser Jungler was das sich baut. Okay, er hat noch nichts so richtig. Dann nehme ich mir das Camp. Okay, wurde teilweise gecounter-jungle, kann das sein. Das Gute ist, unser Beutling, unser kleiner, tankt für uns. So, wie gesagt, wenn ihr nichts machen könnt, versucht immer mal das Camp oder so zu nehmen. Natürlich nicht, wenn ihr einen Devourer-Jungle habt, dann wäre es Unsinn. Aber wenn ihr keinen habt, könnt ihr es machen. Was ich sagen wollte, das Problem am Malza ist, dass er doch recht stark pusht mit seinem E. Was ist denn da los? Sind das Premates? Und gegen diesen Push kann man halt wirklich nicht viel machen. Ah, schade. Hätte ich die erwischt, hätte ich sie insta weggenuked. Also, wäre dann sofort tot gewesen. Weil mein Ulti hätte sie gekillt, da bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt schauen wir mal. Nautilus ist gut, wenn er ihn erwischt. Ah, das ist natürlich schlecht, dass der jetzt hier ist. Ja, okay, egal. Ich habe auch kein Mana mehr, ist mir gerade aufgefallen, sonst hätte ich ihn versucht zu ulten. Ah, war ein guter Bait irgendwie. Ist auch schlecht, dass die Gegner so stark drumherum gespielt haben. Aber auch interessant, dass die mit Level 4 Genken gekommen ist. Natürlich jetzt saugut, dass Ranger den einen Kill bekommen hat und vielleicht den anderen, aber nee, die müssen flüchten. Ah, ist auch schlecht, dass Nocturne erst den Kill bekommt, weil Nocturne kann später One-Hitten. Ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt? Die sind hier auf der Botlane unterwegs, das heißt, ich muss da auch hin. Er steht auch ganz komisch, finde ich. Weil Nocturne könnte ihn hier einfach angreifen, wenn sie reingehen würden. Und ich finde es auch nicht so gut, dass Tristana vorangeht. Ich warte jetzt mal hier, weil unser Jungler ein bisschen mehr Vision hat. Vielleicht bekommen wir ja Blue von ihm, wenn er es uns schon abgeben will. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wir sind jetzt auch nicht so... das weiß ich nicht. Okay, wir kommen Blue ab und kriegen kein Last-Hit. Naja, damit kann man leben. Ich hoffe jetzt nur, dass wir nicht sterben. Das wäre natürlich ungünstig. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir nämlich sterben, könnte hoch sein. Und immer schön bedanken beim Jungler. Das finde ich, gehört dazu. So, und er kommt jetzt. Er ist natürlich, kann natürlich gut reinkommen. Okay. Ich will ihn jetzt am liebsten pushen lassen, aber es ist nicht so einfach. Weil er hat seine Ulti ab. Das heißt, er wird reinkommen, sobald ich den Brand
Okay, ich habe jetzt mal geflasht. Um den Kill einfach mal zu securen. Ich glaube, er hätte ihn. Ich weiß nicht, ob ich ihn killen hätte können. Wahrscheinlich schon. Bin mir nicht sicher. Aber ich war dummerweise echt weit außer Range. Naja. Kann man machen. Ist wahrscheinlich ein dummer Move gewesen. Aber ich spiele auch nicht perfekt. Ich bin Gold 5 und darf meine Fehler machen. Ich versuche es stark reinzupushen, wie gesagt. Brand ist tot. Nocturne könnte uns jetzt ganken kommen, das wäre schlecht. Ich glaube, der würde uns fast insta-killen. Okay, ja, meine Dingswall war ein bisschen scheiße. Aber Morgana roamt ganz schön. Ich glaube, die in der ADC ist AFK. Kann es sein? Er hat 70 Last, jetzt ist eigentlich echt gut. Und ich bin vielleicht auch einfach schlecht gerade. Kann auch sein. Wie gesagt, den ihr Support ist down am Roman. Es ist interessant. Ich versuche jetzt noch den. Ah, ich habe leider mein W nicht mehr rausbekommen. Sonst hätte ich ihn vielleicht noch töten können. Das ist schade. Da hätte ich selber drauf kommen können. Ich habe es ja noch gesagt, dass sie hart am Roman ist. Da ist natürlich die Frage, warum kann sie denn so hart roamen? Der ist schon wieder oben. Da muss ich. Hab ich gerade im Kopf gekratzt. Also, Botlane muss auf jeden Fall hart pressuren. Wenn die so krass am roamen ist, dann muss die was machen. Die kann nicht einfach, wie gesagt, nur den. Also, die kann den Supporter nicht ohne, dass sie ihn strafen, roamen lassen. Ja, zum Beispiel hier so reingehen. Das ist genau das Richtige. Man muss halt die Gegner, wenn sie schon sowas wagen, immer bestrafen. Also, man muss wirklich, weil die bekommen ja so einen Vorteil, weil sie auf andere Lane, die haben quasi zwei Leute, die ganken können. Und dann ist halt das Verhältnis einfach ungleichmäßig. Es sind dann halt immer 2 gegen 1 Situationen. Und die sind halt echt nicht so gut. Okay, Nautilus kommt jetzt auch hier Richtung Ganken. Ist nett. Aber ich weiß nicht, ob sie Tower diven wollen, wahrscheinlich nicht. So. Dafür wollte ich jetzt meine Ulti nicht einsetzen. Okay, lief ganz gut. Da habe ich zum Glück meine Ulti nicht eingesetzt, sonst hätte Brand mich höchstwahrscheinlich getötet. Ich muss jetzt aber aufpassen, ich habe nicht mehr ganz so viel Leben. Ah, schade, Lastet bekomme ich nicht. Ja, Lastet sind gerade nicht so gut. Ich laufe einfach aneinander vorbei. Aber gut, ich meine, ich habe jetzt 3 Kills, das ist ganz schön. Immer schön auch mit dem Team reden. Job wurde geschrieben, also schreiben wir zurück. Schauen wir mal, was wir uns kaufen könnten. Ja, leider kann ich mir die magischen Schuhe nicht holen. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich denke, ich gehe vielleicht auf das Morellonomicon. Oder ich bereite erstmal Ludens Echo vor. Aus dem Grund, weil es uns Movement Speed gibt. Und dann können wir besser den Brand dodgen. Mal gucken, wie die Stats so ein bisschen stehen. Also Rengar ist ganz gut. Tristana ist auch gut dabei. Irelia geht eigentlich auch. Im Grunde genommen sind wir ganz gut von den Stats. Haben auch, wie gesagt, mehr Kills. Ich pushe jetzt hier noch schnell raus. Oder bereite es zumindest vor. Und dann helfe ich so ein bisschen beim Drachen mit. Oder gehe in Richtung Drache. Ja, da habe ich sie leider nicht erwischt. Das war ein bisschen dumm. Ich wusste ja, dass die Morgana kommt. Ich habe sie auf der Karte gesehen, aber. Es war suboptimal. Es war schlecht von mir. Ich hätte Morgana eigentlich direkt töten sollen. Müssen. Er wäre ich zwar trotzdem wahrscheinlich noch gestorben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Nocturne dann reingegangen werden, wäre, ist natürlich nicht so hoch. Und auch schlecht, dass natürlich Nasus teleportet hat. Aber da kann Irelia nichts machen. Vor allem nicht, wenn sie Full Life ist. Denn Irelia stunt mit ihrem E ja nur, wenn der Gegner prozentual weniger Leben hat.
Okay. Ja, das ist suboptimal. Jetzt hat er wieder. Hat er wieder Blue? Ja, er hat wieder Blue. Das heißt, vielleicht haben wir bald auch wieder Blue. Muss mal gucken, ob hier irgendwas drin ist. Ich will mich ja nicht töten lassen. Aber sie haben anscheinend den Red nicht nehmen wollen. Gut. Ist vielleicht auch schlau, nicht so lange zu stayen. Wir pushen jetzt einfach mal wieder die Mitte rein. Das ist das Beste, was wir machen können. Und wir dürfen den Ward nicht vergessen. So, schnell wegmachen. Vielleicht vergessen die, dass wir einen Ping drin haben. Was ich nicht glaube, aber schön wäre es. Mal gucken, wer denn den Drachen bekommen? Wir haben den Drachen bekommen, okay. Ja, wenigstens haben wir den Drachen bekommen, ist das ganz gut. Drache ist natürlich jetzt auch nicht so. Das, ja, ich sag mal. Hier. Ja, das, oh, das ist ganz schön schnell, hey. Wie gesagt, Drache ist jetzt auch nicht so das Zeichen dafür, dass wir richtig, richtig hart gewinnen werden. Ah, wir haben keinen Mana. Ah, das ist schlecht. Oh Mann, schau sich das mal einer an. Ja, wir hätten noch einen Auto-Attack draufbringen müssen. Aber vielleicht kann ich so ein bisschen baiten, weil es kommt gleich Dings. Ja, okay. Nichts passiert. Ja, wir hatten keinen Mana mehr. Hätten wir Mana gehabt, hätten wir ihn auf jeden Fall gekillt. Schade. Okay, jetzt kriegen wir noch Blue. Oh. Da können wir nicht so viel machen. Ich habe es versucht, mal mit dem Initial-Schaden von meinem W zu was zu machen, aber der ist nicht gerade super hoch. Und wie gesagt, ich hatte nicht so viel Mana. Schade. Ja, ist interessant, die Gegner spielen erstaunlicherweise ein bisschen anders als sonst. Vielleicht ist das, weil ich halt in der Promo bin, dass wir vielleicht ein bisschen Gegner bekommen, die mehr zusammen im Team spielen. Aber höchstwahrscheinlich sind die auch einfach nur alle, ja, Premates. Das könnte eine Erklärung dafür sein, warum die auf einmal so gut spielen. Oder so gut im Team, sage ich mal. Okay, hier kommt Brand. Oh, da ist aber auch einer drin. So, müssen wir mal gucken. Versammeln sich schon wieder alle in der Mitte. Das ist ja das, was ich als Midlaner am meisten hasse. Wenn so langsam 20. Minute, Laning Phase nähert sich so dem Ende, wenn es nicht schon zu Ende ist. Und die Leute sind halt einfach in der Mitte irgendwie alle zu Hause. Also das bin ich überhaupt kein Fan davon. Weil ich habe lieber so wegen meiner Ruhe in der Mitte und das alles chillig angehen. Ah, okay, da habe ich natürlich wieder. Man könnte sagen, ich habe keine SS gesagt. Aber. Ich versuche jetzt hier so ein bisschen zu zonen nebenbei. Morgana spielt sehr interessant. Ich habe mich jetzt entschieden, den zu ulten, weil die Irelia hatte den anderen unter Griff. Man hat auch gesehen, ich habe ein bisschen gezögert am Anfang, weil ich wollte erstmal gucken. Ja, wie gesagt, ich habe Brand und S ein bisschen rausgesaunt, aber wir haben trotzdem ihre Attacken reinbekommen. Zumindest Brand. War aber, glaube ich, dann trotzdem die beste Entscheidung, die ich so hätte machen können. Wir machen natürlich jetzt den Push Mitte gegen Bot. Das ist ganz clever, was Nocturne macht, dass er Botlane bleibt. Er kann gegen drei Leute und den, sag ich mal, Herald Baron Buff nicht so viel ausrichten. Ich glaube, den Inhibitor bekommen wir nicht mehr. Ja, und ich hätte es auch zurückgezogen. Aber das ist schon okay, sag ich mal. Weil der Mid Tower ist an sich mehr wert. Hat den Ward natürlich nicht gesehen jetzt. Ah, ist sogar ein Pink. Ist auch ganz gut. Werde ich natürlich nicht stealen. Das machen nur Scumbags sozusagen.
Okay, ist die Schlange. Die Spinne. Oh! Ah, wollen die etwa für Baron gehen? Ich finde ich ja sehr strange. Den Baron-Versuch jetzt wäre natürlich nicht so klug für die. Okay, ich meine. So. Ja, die Morgana gefällt mir gar nicht. Die ist richtig aggressiv und auch vorne ist, hat Ult gemacht, ist in den Tower reingerannt und alles Mögliche. Oh, sehr strange. Ist aber wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, was sie da macht, aber naja. Wie gesagt, gefällt mir nicht. So. Schauen wir mal, was wir sonst noch so machen können. Unser Pink ist immer noch da. Ist ganz gut. Ich gucke jetzt mal, ob ich Ranke noch helfen muss. Ich schätze aber ja nicht. Wir brauchen ein bisschen mehr Wards, finde ich. Ja. Er hat natürlich meine Ulti stark gedodged, indem er sein W im richtigen Zeitpunkt angemacht hat. War ja auch logisch, dass ich Ulti, ich meine, ja, hätte man erwarten können. Und, vielleicht können wir Nasus kriegen, wenn er stayed, also wenn er bleibt. Was er wahrscheinlich nicht macht, wäre dumm. Okay, er scheint weg zu sein, können wir nichts mehr machen. Dann hole ich mir jetzt gleich noch ein Camp. Ganz einfach, weil wir den Farm brauchen können. Wir sind sowieso, also ich sage immer gerne wir, aber eigentlich bin es ja gerade ich. Richtig schlecht vom Farm her. Mana-Probleme haben wir gerade auch ein bisschen. Vielleicht sollten wir doch auf Morello Nomicon gehen. Das würde uns ein bisschen helfen. Den Mana-Verbrauch ein bisschen entgegenzuwirken, wenn wir kein Blue haben. Haben wir jetzt das Blue ab? Das ist ganz gut, das nehme ich mir mal selbst. Wenn ich die Mitte nicht deffen muss. Ich hoffe, Irelia schafft das mit Nautilus zusammen. Weil, Blue ist echt wichtig für mich, gerade im Moment. Ich bin permanent out of Mana. Aber ich freue mich schon. Um das mal hier so ein bisschen an den Tag zu bringen. Ich freue mich schon auf den neuen Malzahar, also quasi auf das Rework. Da bin ich sehr gespannt, wie das so, ja, was das so passieren wird. Es ist natürlich nicht so gut, dass die unten gekämpft haben. Was ich jetzt noch machen kann, ich kann oben ein bisschen gegen pushen. Die Mitte alleine werde ich nicht halten können. Aber ich denke auch nicht, dass wir die Mitte halten können, aber ich kann jetzt Nautilus ein bisschen entgegenlaufen vielleicht. Aber ja, die Mitte müssen wir wahrscheinlich hergeben. Jetzt gucke ich mal, ob hier Red da ist. Ah. Ja. War vielleicht dumm, dass ich geblieben bin, aber ich dachte, ich könnte ihn vielleicht bursten. Hab's leider nicht ganz geschafft. Hätte ich meine Spell-Reihenfolge richtig hinbekommen, also erst E und dann R gemacht, hätte ich mich noch über das Pit flashen können. Wäre vielleicht noch weggekommen. Ja, war ein dummer Move von mir. Denke ich. Aber die Frage ist auch, hätte ich wegrennen können gegen Nasus? Das ist so eine Frage, die, ja, die steht erstmal so offen im Raum. Ich meine, Nasus ist, was hat er? Er hat auf jeden Fall die Iceborn, das heißt, es laut uns. Es laut uns erstmal mit seinem W und dann hittet er uns und es laut uns mit seinem Iceborn. Und dann wird er mit seinem W und wird er mit seinem Iceborn. Also, wir wären wahrscheinlich nicht weggekommen. Das hätte man vorher schon sagen können. So, der Mid-Tower steht aber noch. Und den können wir vielleicht sogar halten. Na, oder auch nicht. Boah, der Nasus hier, der geht ganz schön ran. Ja, okay. Oh, gerade noch so überlebt. Ich dachte, ich flash mich weg. Hab mich aber dann nicht mehr rechtzeitig geschafft, so wegzuflashen. Aber hab's. Ich weiß auch gar nicht. Auf. Oh. Na, okay. Ich dachte schon, jetzt kommt er zu uns. Ja,
Ja, sieht mittlerweile echt schlecht aus. 10-2 Nocturne, das ist schlecht. 7-4 Brand auch. Ja, mein Farm ist auf jeden Fall ein Punkt, den man so angreifen könnte, und dass ich so dumm rein bin, ist natürlich auch so ein Punkt. Ich dachte mir jetzt für eine Sekunde, dass ich vielleicht einen Push aufhalten könnte. War dumm. Ich hätte es einfach fallen lassen sollen. Aber ich dachte, ich könnte vielleicht die Minions Wave clearen mit meinem QW. Aber wie ich selbst schon vorhin bekundet habe, sind die stark gefeedet. Dann war ja klar, dass ich dann auch sofort sterbe. Auf jeden Fall brauchen wir Schutz dagegen. Ich weiß gar nicht, warum ich gar keinen Schutz habe. Ich habe jetzt magischen Schutz, das ist gut. Ich brauche auf jeden Fall Armor. Das heißt, wir gehen für Zonias und kaufen dann am Ende Rabadons, wenn es noch drin ist. Wobei ich Rabadons schon ganz gerne hätte. Aber ist halt nicht mehr drin. So, jetzt schauen wir mal. Die fighten da oben schon wieder. Könnte gut für uns ausgehen, eventuell. Aber jetzt kommt Nocturne und wird wahrscheinlich das ganze Spiel ändern. Jetzt gucke ich mal, ob ich ihn bursten kann. Ah, schaut ganz gut aus. Jetzt werden wir aber wahrscheinlich sterben. Gut, ist nicht so schlimm. Wir haben einen Shutdown bekommen. Das ist ein bisschen mehr wert. 450 Gold. Da kommt wahrscheinlich wieder Morgana angelaufen. Ich habe es gerade nur aufblitzen sehen. Nee, okay, ist es. Ja, Dings ist halt auch recht stark. Wie viele Stacks hat er denn schon? 200, also knapp 300. Ja, das ist eigentlich noch okay, ist im Rahmen. Macht halt trotzdem so viel Damage. Ich meine, gut, das ist ein Asus. Aber so viele Stacks hat er gar nicht. Also könnten mehr sein. Aber dafür macht er trotzdem schon viel Schaden, also an uns zumindest. Ich meine, wir sind auch relativ squishy. Da wäre halt wieder so ein kleiner Vorteil vielleicht am Rod of Ages, wenn man so ein bisschen allgemein mehr Tankiness hat. Also mehr Leben. Man kann mehr Hits einstecken. Heißt natürlich nicht, dass man dadurch mehr Rüstung hat. Aber man halt kann mehr Hits einstecken, und das ist allgemein schon gut. So. Jetzt die Frage, warum hat er gepinkt? Will er das machen, oder wie schaut's aus? Jetzt kommt die Morgana gleich schon wieder. Die geht mir ja ziemlich auf die Nüsse. Okay, Blue können wir uns holen. Ja, ganz gut. Wir haben jetzt nur ein paar Kombos rausgehauen und sind fast schon wieder out of Mana. Ist nicht so gut. Da würde Rod of Ages wieder helfen. Ist ein ganz gutes Item. Aber mir fehlt halt so ein bisschen am Rod of Ages, dass er anfangs nicht so einen, ja, krassen Impact hat wie das andere. Ist in einem Spiel, wo man weiß, dass man nicht allgemein nicht viel Impact haben wird, natürlich nicht so schlimm. Aber anfangs war es eigentlich doch schon ganz okay. So. Okay. Rengar wurde gekillt. War auch ziemlich deep im gegnerischen Jungle. Ist natürlich schade. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt? Wir müssen natürlich verteidigen. Wir haben auch schon zwei Inhibitoren verloren. Die teilen sich auch schon wieder so auf. Und Morgana ist oben am Pushen. Und vielleicht kann ich der Morgana ja dann einen kleinen Besuch abstatten. Die dürfte relativ alleine sein. Ja, und ich mache ja auch viel Damage. Oh, okay, ich hätte beinahe ignited, war dumm. Habe ich zum Glück nicht ganz geschafft. Gut. Weil, wie gesagt, die Morgana muss man punishen, wenn sie solche Dinge macht. Aber ich fühle mich trotzdem noch so, als wären wir ziemlich weit hinterher. Ich meine, wenn ich meine Kombo drauf kriege, kann ich fast jeden von denen töten. Bis auf Narsus oder sowas. Die anderen dürfte ich alle schaffen. Auch mit Spell Shield jetzt.
Jetzt kriegen wir dann noch ein bisschen noch mehr Rüstung dazu. Können ein bisschen aufleveln, diesen Rüstungsbonus. Der Farm ist immer noch scheiße. Der wird dieses Spiel aber, glaube ich, auch nicht mehr so großartig besser. Der Farm von der Tristana ist dafür recht gut. Okay, jetzt versuchen die zu zweit Baron. Okay, jetzt zu dritt. Es könnte sein, dass ich jetzt hier in eine Falle reinlaufe. Höchstwahrscheinlich sogar. Jetzt gucke ich mal. Okay, ihn konnte ich jetzt wegbursten. So. Okay, die hat es jetzt nochmal versucht, uns zu töten. Ah, dass ich das nicht getroffen habe, ist natürlich echt scheiße, Mann. Aber wir haben uns ja eh drauf bekommen, was ganz gut war. Ich weiß gerade gar nicht, wo es hingesprungen ist. Nasus hat es nämlich gerade nicht mehr gehabt. Oh, aber unsere Base wurde natürlich gut eingerissen. Das war ein bisschen schlecht von uns. Deswegen haben sie auch Baron versucht. Ja, was soll man sagen. Ich habe auch ein bisschen so den Überblick am Fight verloren. Oh, und wenn jetzt Tristana nix... Ja, okay, einen Turret hatte bekommen. Ach, und wir haben Baron bekommen, sehe ich gerade. Das ist gut. Dann war es eigentlich dumm, dass wir da noch so gestorben sind. Aber wenigstens hat einer von uns Baron, das ist ganz gut. Jetzt wird uns helfen, gegen zu pushen. Und sie hat jetzt auch Guardians Angel. Steht auch, glaube ich, am besten, oder? 8-7, okay. 9-7-5, 8-7-5. Sind also beide relativ ähnlich. Werden aber wahrscheinlich auch beide fast gewonnen-shottet. Oh. Das ist unser Ranger. Der hat natürlich jetzt ein kleines Problem. Oh, das war dumm von mir. Jetzt wäre ich beinahe hier in meinen Tod gelaufen. Wenn ich nicht gerade in meinen Tod gelaufen bin. Ah, knapp. Ich dachte, ich könnte vielleicht Brand kurz bursten, aber die ganzen Burst-Ideen sind in diesem Spiel nicht so vorteilhaft. Jetzt fehlen mir noch 30 Gold. Das ist natürlich auch scheiße. Für mein eigenes Item. Vielleicht kriege ich das jetzt. Ja, ich hab's jetzt auch. Das hole ich mir jetzt auch schnell. Was einfach wichtig ist. Gibt es einen guten Boost. Und vor allem schützt uns auch. Und sorry, wenn der Ton gerade ein bisschen strange war. Ich war mit dem Mund ein bisschen neben dem Mikro. Weil mein Mikro ein bisschen rechts von mir verschoben ist. Gerade beim LOL-Spielen. Was halt... logistisch sage ich mal an, dass es nicht geht. Ich hoffe, das war nicht zu schlecht. Man kann es annehmen. Aber man sieht auf der Karte, wir haben 0 Vision. Okay, ein Wort haben wir da unten. Das ist nicht so gut. Das könnte ein Grund sein, warum wir im Spiel gerade nicht so gut vorankommen. Vision ist nämlich extrem wichtig. Und gucken, ob er uns den überlässt. Ja. Puh. Da war ja ein Gegner ganz kurz... am Luken, sag ich mal, über die Wand. Ja. Wischen, wischen, wischen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Wischen. Das könnte uns so ein bisschen helfen. Und nebenbei einfach weiterfarmen ist wichtig. Natürlich kann ich mir jetzt nicht alles nehmen. Weil ich ja natürlich Rengar an sich nichts wegnehmen will für seinem Jungle. Ich bin versucht, der relativ sozial zu sein, aber es sieht aus, als würde sie engagen wollen. Ja, jetzt habe ich meine Ulti gemacht und dann erst meine Haube, aber ich hatte Angst, dass ich sterbe. Müssen wir mal gucken. Ja, okay. Er ist schon recht schnell, aber jetzt hat er seine Ulti verloren. Okay. Oh, das ist sehr gefährlich. Vor allem, ich habe kein Guardians Angel wie die Tristana. Deswegen kannst du ja auch so ballsy, sag ich mal, reingehen. Schau ich mal, ob der Blue da ist. Den würde ich mir ganz schnell snacken. Und ja, er ist da. Dann hole ich mir den natürlich ganz schnell. Weil wenn Brand kein Blue hat, ist es sehr gut. Kann er nicht so... Oh, wurden entdeckt. Schnell weg hier. So.
Ich würde auch gerne den Drachen irgendwie angehen, wenn wir das schaffen würden. Jetzt mache ich halt als kleinen Ausgleich die Krabbe. Haben auch nicht mehr ganz so viel Leben, aber haben unsere Ulti schon wieder. Das ist gut. Setze ich hier einen kleinen, bisschen offensiveren Ward, damit wir ein bisschen mehr sehen. Okay, sehr gut. Und ich gehe zurück. Es ist gute Zeit, jetzt mal wegen Back zu gehen. Haben durch den Fight sehr viel Geld gewonnen. War auch ganz gut, dass wir es so geschafft haben. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, welchen Rang die Morgane hat. Das würde mich interessieren. Das muss ich mal nach dem Spiel checken. Denn sie spielt schon teilweise seltsam. Also sie geht richtig aggressiv voran. Ein bisschen zu aggressiv, finde ich. Vielleicht ist es auch nur ihre Morgana-Spielweise. Kann natürlich sein. Auf jeden Fall müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Also ich darf nicht alleine loslaufen, sonst bin ich tot. Und auch wenn ich neben Tristan bin, bin ich wahrscheinlich dann tot. Wir brauchen auf jeden Fall unser ganzes Team. Weil ohne unser Team... Also wir dürfen quasi nur zu fünft fighten. Wenn wir der Morgana die Ulti so ein bisschen aufhalten können, wäre es ganz gut. Und wenn wir schaffen, Nock zu töten, bevor er einen von uns bursten kann, dann kann das so ein kleiner Vorteil sein. Aber sonst sehe ich nicht, wie wir den Kampf gut gewinnen können. Ach, scheiße, Mann. Ich hätte noch Zonius machen können, aber ich habe den Schuss zu spät gesehen. Ist aber egal. Der Kampf ging gut für uns aus. Hätte natürlich noch immer besser sein können. Es kann immer besser sein. Aber wir kriegen jetzt erstmal einen Inhibitor und oben Push Rengar. Vielleicht... Okay, Bot ist halt richtig stark gepusht von denen. Da können wir nicht mehr so viel machen. Aber die zwei können hier pressuren und dann muss Nock natürlich hier halten und die können dann den oberen Tower machen. Vielleicht kriegen wir sogar beide obere Tower. We could end. Da müsste es ja auf... wäre kritisch gewesen, finde ich. Rengar war erst low und er ist erst wieder high, vom Leben hochgekommen, als er Dings... als er sich hochgeleached hat, quasi. Jetzt schauen wir mal. Jetzt schreibe ich mal schnell, dass die beiden anderen back sind und dass sie aufpassen sollen. Wir kaufen uns jetzt noch schnell die Potion und rennen los, so schnell wir können. Weil wenn die jetzt hier overstayen, könnten die das Game hard throwen. Gucken, ob wir hier irgendwo... Okay. Ich wollte gerade sagen, ob wir irgendwo im... Das ist auch so ein kleiner Tipp bei Nocturne. Immer gucken, ob ihr am Boden irgendwie die Spuren seht. Denn die Spuren am Boden sagen natürlich aus, wo sich Nock befindet. Ist auch sehr riskant, was ich da gerade mache. Aber ich wollte einfach ein bisschen Vision aufbauen. Vom Baron. Nicht, dass sie irgendwie den Baron heimlich versuchen. Deswegen hole ich mir jetzt die Krabbe. Was auch wichtig ist, man kann die Krabbe hier so ein bisschen lenken. Also wenn man sie hier in einem bestimmten Bereich drin halten will, kann man das so machen. Zum Beispiel, wenn man weiß, dass da unten ein Ward ist, muss man immer halt versuchen, die Krabbe so ein bisschen außerhalb zu lassen. Ich hätte aber echt noch ganz gern vorher Blue, bevor wir da irgendwas angehen. Ah. Baron ist halt riskant. Wenn die da irgendwo einen Ward haben, den wir nicht sehen, könnte es unser Untergang sein. Wäre aber auch ziemlich geil, wenn wir Baron erwischen würden. Okay, Rengar hat sich jetzt eine Oracle Lance gekauft. Damit sehen wir auf jeden Fall, ob die dann ein Wort haben oder nicht. Sie haben aber einen, das hat man gesehen. Ein Dings. Ein Morgana, die hat dann reingestellt. Und es ist schlecht, dass ich so weit weg vom Team bin. Also versuche ich jetzt mal über die Mitte was zu machen. Wenn ich Glück habe, kann ich es töten. Oh, er hat mich gesehen. Gut. Kann ich schnell mal wegsnacken. Das ist halt die Stärke an Dings. An Malzahar. Der deletet halt einen ADC. Vor allem, wenn er nicht viel Magieresistenz hat oder gar keine. Er hat gar keine.
So. Okay. Wenn wir jetzt den Tower bekommen, wäre es ein guter Abtausch. Wäre sogar auch noch ganz gut, wenn wir alle drei bekommen. Sieht auch so aus. Ja, hat sich irgendwie gelohnt, dass ich erwischt wurde. War natürlich logisch, dass er reingehen würde und das hätte auch jeder andere getan. Aber dafür konnten sie halt in den Tower pushen. Und dann sind sie anstatt supporten in die Base gelaufen. Das ist natürlich auch so ein Fehler. Deshalb schreiben wir GT, denn das Spiel ist vorbei. Gewonnen für uns. Sah kurzzeitig riskant aus. Habe ich nochmal ganz kurz das Scoreboard eingeblendet. Falls das jemand sehen will, kann da passieren. Denn ich blende den Anfangs- und Endscreen nicht ein. Ich habe mal am Anfang, bevor ich die Serie gestartet habe, habe ich es mir überlegt zu machen. Aber das ist schon viel Aufwand. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das technisch gut hinbekommen würde. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich ein bisschen weiter im quasi Let's Play-Business sozusagen drin bin und mich dann auch mehr auskenne mit allem. Aber bis dann hat es noch viel Zeit. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge oder sowas in der Art habt, Verbesserungsvorschläge aller Art oder Champions, die ich spielen soll, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Ich lese die auf jeden Fall durch und werde auch versuchen zu antworten, die meisten zumindest. Gibt ja momentan nicht so viele, also werde ich es wahrscheinlich schaffen. Und ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und man sieht sich in der nächsten League of Legends oder vielleicht einer anderen Let's Play-Folge wieder. Tschüss!